Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. Werde berühmt. Er hat gerade das andere. Nein, machen wir nicht. Was hat er denn für ein Problem? Ausgehungert. Ach so, da hatten wir in der letzten Folge das Problem, dass er nichts gegessen hat. Genau. Weil das irgendwie verbuggt war. Stimmt, ich erinnere mich. Du wirst langsam müde. Du könntest ihn nochmal kurz umarmen und ein bisschen mit ihm brabbeln. Und der Karl isst jetzt hoffentlich was. Wow. Ein Bug, der seit einiger Zeit plötzlich auftritt, dass hier irgendwelche Sachen halt rumfliegen. Du pennst. Schläfst du wenigstens richtig? Ja. Oh, wir brauchen doch Wäschekorbhammer. Du kannst gerade mal die Wäsche machen. In Waschmaschine stecken geht nicht. Ausräumen und Wäsche absetzen, genau. Haben wir überhaupt einen Wäschekorb, wo der das hin platzieren kann? Das ist noch ein Trockner, ne? Der Trockner läuft noch. Hallo Sophie, hab so viele gute Sachen über dich gehört. Freue mich, mit dir Freundschaft schließen zu dürfen, ja. Was musst denn du eigentlich noch für die Arbeit machen? Du gar nichts? Aber du. Du musst noch trainieren. Was machst denn du jetzt? Okay, Kinder zu Bett bringen geht natürlich vor. Bist du schon wach? Also schon ausgeschlafen? Ja. Liebevoll umarmen und dann baden würde ich gerade mal. Warum trauert sie denn? Ist der fertig? So, aber du bist fertig. Mach du mal energiegeladenes Training und wir brauchen eindeutig einen Wäschekorb. Das hat ja so keine Zukunft. Wäschekorb, wo kriegen wir den denn? Wäschekorb. Das ist ein Weidekorb. Das war doch ein Wäschekorb. Aber das ist doch eigentlich auch einer. Dann machen wir den, verkaufen wir den und holen uns so einen. Wäschekorb, der Wäschemarkt. Ich glaube, der ist schöner. Rot. Weiß. Machen wir den mal in Rot. So. Jetzt können wir sie dann hoffentlich auch in den Wäschekorb bringen, die Wäsche. Jawohl. Sehr gut. So, was ist unser Terminkalender? Er muss zur Arbeit. 12 bis 19 Uhr. Talentwettbewerb. Da haben, morgen haben wir dann, ne? Casting, okay. Passt. Du willst Gassi gehen?
Machen wir dann auch gleich noch freundlich Tierpflege, spazieren gehen, kurzer Spaziergang. Sehr gut. Ach so. Ja, ihr geht spazieren. Wir haben 22 Uhr. Wie weit bist du mit deinem Training, wenn du da nämlich fertig bist? 25% erst. Das ist wenig. Dann hättest du dich hier nämlich noch um die Wäsche. Wäsche trocknen. Das eine ist ein Trockner, das andere die Waschmaschine. Das ist der Trockner, oder? Ausräumen und Wäsche weglegen. So, da können wir es dann machen. Sobald er hier fertig ist, 50%. Lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Ey. Ja, ja, geh erstmal aber an deine Grenzen, ne? Vorher. Vorher wird das nichts mit Duschen. Weil wir wollen ja, dass du deine Tagesaufgabe erledigt kriegst, ne? 75. Na, 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 du gehst nicht duschen. Wir machen hier deine Tagesaufgabe fertig. Was machst du denn da, Karl? Du pennst noch. Du isst was, okay. Bist du gar nicht müde? Ne, hungrig bist du, aber müde auch, okay. Dann gehen wir danach wieder zu Bett. Du bist noch draußen. Er hat auch nicht mehr viel Energie, aber er hat Trainieren abgeschlossen. Sehr gut. Dann kannst du jetzt eine erfrischende Dusche nehmen. Wie weit bist du, meine Liebe? Du bist traurig. Warum? Wegen Albtraum. Leg dich mal wieder hin. Ach so, du brauchst zwingend jemanden. Da müssen wir Sophie heimholen. Habe ich denn da gar keine Traumlampe drin? Doch. Oh ne, die ist nur gegen Geister, ne? So, gute Nachtgeschichte von der Sophie. Shimshape? Nein, gute Nachtgeschichte. Dann halt von ihm. Oh, unsere Bella ist da. Wo ist denn die Sophie? Da ist sie. Und sie muss aufs Klo. Lass doch den Hund los. Zuschauen? Du sollst sie zu Bett bringen, mein Lieber. Tag verschönern, ins Bett bringen. Oh, und Karl hat bald Geburtstag. Meine lieben Sims, ihr macht es mir wirklich schwer. Romeo hat Hunger. Er kann sich ja was zu essen holen. Und du musst... Tierkekse. Verwende du das mal. Dann darfst du
genau Romeo ist. Wieso bringt keiner das Kind zu Bett? Na okay, es legt sich selber hin. Das darfst du aufräumen und dann musst du auch mal pennen gehen, ne? Essen wir vorher noch was, wäre vielleicht kein Fehler. Öffnen, haben wir irgendwas? Qualität normal, wir brauchen Qualität ausgezeichnet. Wir sind da ein bisschen verwöhnt. Guck mal, Bella noch streicheln. Ach so, das da wollte ich auch nochmal wegräumen, ne? Im Inventar platzieren. Das ist auch so ein Bug seit kurzem, dass das einfach halt die Sachen manchmal so rumschweben. Passiert. Sollte nicht, aber passiert. Was machst denn du, Süße? Achso, du nimmst dein Essen mit und streichelst Bella. Okay. Du bist müde, leg dich mal ins Bett. Warum isst denn du das jetzt nicht? Essen. Bella will Gassi gehen? Weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Was hast du jetzt ins Inventar? Ach so, das da genau. Stimmt. So, das Spielzeug packen wir mal hier hin. Was haben wir noch im Inventar? Jugendtrank. Ah, das können wir später mal verwenden. Ohrhörer, Basilikum. Petersilie, Gänseblümchen. Bella? Was soll das? So, du isst mal bitte. So, fertig gegessen. Dann leg dich mal hin. Dann pennen nämlich alle. Und muss er wieder zur Arbeit? Um 12, glaube ich, ne? Ne, er hat heute frei. Cool. Tagesaufgabe haben erledigt und frei. Das ist doch sehr gut. Alle pennen und trotzdem... Verstehe ich jetzt nicht. Eigentlich hätte das jetzt... schneller vorspulen müssen. Weiß nicht, warum das jetzt nicht passiert ist. Ah, jetzt. Weil Bella noch wach war, okay. Er ist traurig, weil... Feuchte Kleidung. Geh du dich mal duschen. Ja, ja, deswegen schicke ich dich ja duschen. Ne? Monika ist sehr hungrig. Machen wir. Du bist fast ausgeschlafen, du kannst dann mal aufstehen. Und sie mal baden. Und Kinderbetreuung, Essen geben. Karl pennt noch, das ist okay. Wo ist denn die Wäsche? So, du bist fertig geduscht. Kannst mal Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Tagesaufgabe haben wir ja abgeschlossen. Was haben wir denn hier? In einem Fitnesscenter trainieren. Das will er noch gerne. Wäsche waschen, bitte. So. Wieso hast du schon wieder keine Hygiene? Du hast doch gerade erst geduscht. Was ist das denn jetzt wieder für ein Bug?
Ach so, die müssten wir mal sauber machen, ne? Deswegen. Und wir müssen bald mal ein zweites Kinderzimmer dann machen, ne? Vor allen Dingen, wenn der Karl dann jetzt bald größer wird. Der hat ja... Wann hat denn der Geburtstag? Morgen. Und wir müssen heute zum Casting. Okay. Feiertag. Und da haben... Oh. Die Kurze und unser Liebster haben da Geburtstag an einem Tag. Du sollst ihr doch was zu essen geben. Essen geben, bitte. Und dann räumen wir das hier mal weg. Ja, dass man in der Dusche nicht wirklich sauber wird, verstehe ich. Haben wir nicht eigentlich eine Putzkraft, die sowas macht? So, und jetzt dusch dich bitte nochmal. Und hoffentlich wirst du dann endlich mal sauber. Sieht nicht schlecht aus. Ich hoffe, das hält jetzt dann noch an. Was ist da so grün? Ach, sie geht zum Casting, okay. Halleluja. So, anschließend darfst du sie dann mal da rausheben. Und fertig aufräumen. Du, 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 du. Und er ist endlich mal sauber. Halleluja. Na komm, sei fertig mit Duschen. Wie geht's Karl? Der hat ja heute Geburtstag, ne? Und er hat Hunger. Karl hat Hunger. Dann darfst du... Nein. Aufwecken, genau. Dir geht's ja ansonsten gut, oder? Ja, Hunger nicht. Spaß ist auch okay. Trainiert haben wir auch schon. Die ist fertig. Zu trockener. Darf er den Hausmann machen? Ah ja, da kommt ja unsere Putzkraft. Boombraza? Was hast du für ein Problem? So, Kinderbetreuung, Essen geben. Ist alles gut. Was ist los? Du sollst ihm was zu essen geben. Und den müssen wir, glaube ich, auch mal baden. Haben wir ja gut zu tun. Was ist denn los? Jetzt gib ihm doch mal was zu essen, du blöder Hund. Post wurde zugestellt. Ah ja, okay, jetzt gibt er ihm zu essen.
Was müssen wir eigentlich hier machen? Können wir ernten? Das kannst du ruhig mal machen. Post bekommen. Oh, da müssen wir auch verwelkte Pflanzen entsorgen. Der hat Essen, dann können. Ach so, okay. Wieso setzt du dich da hin? Du sollst den Hund baden eigentlich. Du kannst ja mal mit dem Tablet spielen. Na, 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 na. Okay, hat sie sofort aufgehört. Gut. Casting bestanden. Wir haben die Rolle. Sehr gut. So, dann könntest du ihn eigentlich gerade mal hier rausholen. Und was müssen wir noch machen? Nix. Regisseur und Filmpartner einladen, Auftritt absagen. Machen wir. Das machen wir doch. Aufräumen. Gerade mal aufwischen. Was müssen wir noch tun? Uns geht's ja, unsere Energie ist nicht so doll, ne? Wann haben wir denn? Ach so, wir müssen Geburtstagskuchen backen. Karl hat Geburtstag. Kochen. Schokotorte. Hallo, Jesus Maria. Wer bist du? Josefina, bist du Filmpartnerin oder ach, vergiss es. Fan umarmen, freundlich vorstellen. Ist doch alles gut, Karl. Was willst denn du? Zuckerschock, weil Nachtisch gegessen hat. Okay. Mach mal Turmbauhilfe. Genau, mit Daddy. Und du kannst ihn auch dich auch mal vorstellen. Wir haben uns gerade vorgestellt. So, sie hat Level 4 der Karl hat Level 4 der Bewegungsfähigkeit erreicht, okay. Der Hund strollert einfach mal vor die Tür. Kann man machen? Muss man aber nicht. Level 7 der Fähigkeit kochen. Sehr gut. Schmeicheln. Ihr müsst ja Filmpartner sein, ne? Oder ihr macht die Regie. Ach so, und da müssen wir noch Geburtstagskerzen. Ach so. Wer bist du? Seniorin. Wenn du müde bist, dann leg dich bitte richtig hin. So, du musst aber gerade mal aufstehen, mein Lieber. Wir helfen ihm, die Kerzen auszublasen. Kerzen. Mehr Auswahl. B.
Bett bringen. Kerzenhilfe, genau. Sophie, bitte. Weil er hat heute Geburtstag. Für die, die es noch nicht... Nee, der hat morgen Geburtstag. Hoppala, dann sind wir ja zu früh. Nee, dann keine Kerzenhilfe, bitte. Dann kannst du auch weiter pennen. Nee, lass mal, den Kuchen brauchen wir morgen. Oh, den kann ich nicht daraus tun. Hält noch 22 Stunden. Mach mal die Kerzen weg. Dann können wir den nämlich essen. Das ist doch auch kein Fehler. Der hat ja morgen erst Geburtstag, der Karl. Okay, mehr Auswahl. Zum Essen rufen. Oh, und heiraten müssen wir ja auch noch. Heiraten müssen wir ja auch noch. Schmeicheln. Oh, wer bist denn du? Kenn ich dich? Aber wie ich sehe, ist die Zeit um. Deswegen machen wir dann natürlich morgen weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.